was zitterst du so? Und er hat irgendwas vor. Boah, er heult gleich, er heult gleich. Oh mein Gott. Here we go, all the rails. Don't you know it's time to raise ourselves? Wir haben eine Mission und das ist es, hier im Schlemmerland die nächsten Monde und lila Coins einzusammeln. Und damit willkommen zu einem neuen Part von Super Mario Odyssey. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Wir zocken heute wieder ein bisschen weiter. Und ja, wir sind hier auf dieser Salzhaufeninsel gestrandet und werden uns jetzt mal hier ein Hothead krallen. Und werden mal mit der Kanone uns irgendwo hinschießen lassen. Wohin? Werden wir ja sehen. Aber was ich mir noch angucken möchte, ist, ob es hier beim Zuckerwasserfall nicht doch noch irgendetwas gibt. Aber wie es scheint, ist dies nicht der Fall. Es kann ja auch mal sein, dass irgendwie diesen Zutaten hier irgendwas ist. Aber das weiß ich nicht. Oh, nee. Oh, warte mal. Doch, da ist Mond. Oder? Wo habe ich den gerade gesehen? Ach, da hinten. Okay, gut. Ja, perfekt. Dann holen wir uns den auch noch. Auf diesem großen Salzberg. Ja, guten Morgen. Ich sagte guten Morgen. Bam! Am Rande einer Salzansammlung. So, okay. Dann müssen wir uns aber ein bisschen weiter umschauen, weil das war natürlich nicht der einzige Mond. Oh, da hinten sogar sind noch lila Coins. Das ist auf jeden Fall praktisch. Und hier ist ein Herz. Danke. Was ist hier? Entfernte Liebe? Achso, nein. Damit können wir uns hier rüber katapultieren. Okay, wir sollten aber nicht runterfallen. Hat das hier einen Sinn, dass hier so viele Goombas sind? Bisher sehe ich den noch nicht, muss ich sagen. Den Mond haben wir uns schon mal geholt. Da ist ein Tic-Tac-Turnier. Ich glaube, das haben wir noch nicht gemacht. Oh, oh! Das war ganz lost. Ich dachte, ich könnte da stehen. Das gibt's doch gar nicht. Ach, ups, oh mein Gott. Wir waren gerade hier. Ich bin... Oh. Gut, wir teleportieren uns einfach zum Steuerplatz. Ich glaube, da waren wir sogar gerade. Gut. Nee. Brö. Okay, wir müssen nochmal ganz vorne anfangen. Warte mal. Doch, da unten sind wir. Gut. Ah, oh, hier ist ein Hase. Den wir direkt eingesammelt haben. Ja, moin. Das ging schnell. Sehr gut. Damit hoppeli-hopp am Vulkan haben wir freigeschaltet. Perfekt. Und weiter geht's. Puh, ich dachte schon, das schaffen wir wieder nicht. Aber alles easy. So. Dann nochmal ein... Ich weiß gar nicht, soll ich die alle noch überprüfen? Weil ich glaube, wir haben schon mal einen Mond dadurch bekommen. Irgendwie diese Blöcke da, die sind irgendwie immer noch ein bisschen kurios, muss ich sagen. Und da unten auch. Hm. Wir brauchen, glaube ich, mal nochmal einen Hothead irgendwann. Oh, was ist denn hier los? Ah, sind das nicht die Blöcke, die irgendwie weggehen? Bin gerade nicht so sicher. Boah, irgendwie habe ich mich gerade ein bisschen erschrocken, muss ich sagen. Schlemmerland Tic-Tac-Turnier 2. Sehr gut. Gut, okay, dann werden wir uns jetzt mal einen Hothead holen, weil... Ich denke mal schon, dass hier was sein kann. Hotheads spawnen wo? Da unten, perfekt. Hallo, Sir. So. Warum ist die Musik ausgegangen? Naja, egal. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Kommen wir denn nochmal nach da? Oder kommen wir daher? Jetzt sind wir daher gekommen. Bin gerade nicht so sicher. Gehen einfach nochmal... Oh, warte mal. Gab es da irgendwas? Nee. Gehen wir einfach nochmal durch. Aha. Ich glaube, das ist auch nicht umsonst, dass man darüber so kann. Boah. Okay. Geschafft. Und, ich sehe irgendwas. Ja, oh mein Gott. Lila Coins. Bro, wie hat man die denn versteckt? Wie krank. Ein Fire, Bro. Ja, weiß ich jetzt nicht. Sollen wir den mitnehmen? Vielleicht gibt es ja noch was. Wir gucken mal uns das mal ganz kurz nochmal an. Oder hatten wir uns schon das mal angeguckt, hier die Anfangspassage? Ich glaube, die hatten wir uns schon angeguckt, ne? Ja, ja.
Okay, dann, ja, katapultieren wir uns einfach mal der Kanone irgendwo hin. Vielleicht hilft sie uns nochmal zu einem Mond. Ne, wir werden einfach nur darüber katapultiert, what the fuck. Ja, okay, wir können schon hier aussteigen schon. Aber wirklich bringen tut mir das jetzt nichts. Nun ja. Wir sind wieder hier beim Schlemmerland. Achso, wir können auch nochmal den Crazy Cap Store. Und dann uns Kleidung holen, damit wir... Ach, Digga, was mache ich eigentlich? Bin schon wieder komplett aufgedreht, Mann. Ne, nicht ich, Mario ist komplett aufgedreht. Ich habe nichts gemacht. So, Kochmütze, genau. Die will ich mir nämlich jetzt kaufen, damit wir in diesen einen Shop können. Was heißt Shop? In den einen, Souvenirgabeln, lol. In den... Ihr wisst schon, was ich meine, Mann. Hat eine Gebäude da, wo man nur als Koch reinkommt. Irgendwie bei Steffen Hensler oder so, der steht davor. Weiß jetzt nicht. So, wir können uns auf jeden Fall noch ein Outfit kaufen. Das kostet 45 Lila Coins. Da bin ich mal gespannt. So, Mario, du bist sehr gut angezogen, als könntest du gleich Pasta kochen und Pizza. Das ist ja das, was du kochst, oder? Hat Spaß. So, guten Morgen. So, dann wollen wir mal rein. Oh, hier gibt's ein richtiges Jump'n'Run. Ja, moin. Hallo. Diese Topf köchelt ganz ordentlich vor sich hin, was super für die Entfaltung der verschiedenen Geschmacksnoten ist. Aber irgendwie, es könnte noch ein bisschen heißer unter dem Topf sein. Ich schaff's einfach nicht mehr, Feuer aus der Lava rauszuholen. Wie ärgerlich. Boah, was zitterst du so? Und er hat irgendwas vor. Es gibt wirklich nichts Schlimmeres als ein lauwarmes Feuer unter dem Topf. Okay. Dann werden wir uns mal darum kümmern. Müssen wir jetzt einfach nur mit dem Hothead da runterschwimmen? So. Oh Gott, was ist denn hier für eine Party? Boah, der hätte ich jetzt echt Bock auf Tomatensuppe, muss ich sagen. Oh, warte mal, hat das vielleicht was damit zu tun? Können die hier hochspringen? Oh mein Gott. Nicht gut, Bro. Ah, warte mal, ich weiß, was wir machen müssen. Oder? Ich glaube... Ja, moin. Ich glaube... Oh, oh, wir dürfen jetzt hier nicht sterben. Ich glaube, dass... Alter. Ich glaube, wir werden sterben. Ist nur aber so eine Theorie. Wow, holy shit. Ich glaube, wir können mit den Hotheads... Das gibt's nicht! Die eine Pfütze, Mann! Ey, wir hatten's schon fast. Das gibt's doch nicht. Wie dumm. Und da ist er wieder. Boah, er heult gleich, er heult gleich. Oh mein Gott. Er ist richtig ernst deswegen jetzt. Der scheiß Kochtopf, Mann, der muss heißer werden, ey. Hat anscheinend zu Hause ein paar Probleme mit seiner Frau oder so. Ist das auch eine Gabel oder ist das ein Messer? Na egal, sollten wir uns jetzt nicht drum kümmern über seine familiären Probleme. Aber auf was stehen denn Gabeln? Auf gutes Essen? Oder auf Tomaten? Oh mein Gott! Nein! Digga! Ich glaube, so hat es Mario noch nie ausgerastet, als er was Heißes berührt hat. Vielleicht war es ja seine Frau. Na, Spaß. Gut, wir sollten jetzt erstmal aufhören damit. So. Dann... Ja, okay. So ein Mond oder ist das nur zur Deko? Das ist, glaube ich, nur zur Deko. Boah, das war knapp. Fuck, Digga. Das war ja jetzt ganz lost. Und die Tomaten sind wieder da. Eieieiei. Das war ganz knapp wieder. Boah! Junge, was sind die denn auch so...
fucking aggressiv! Ich komme da nicht runter. Warte mal, man kann die, glaube ich, auch so killen. Hey, what? Das gibt's doch nicht. Wie kann das sein? So, Leute, wir werden nochmal was ausprobieren, weil ich glaube, wenn man auf die drauf springt. Ja, dann sind die schon so kaputt. Okay, warte mal. Wir müssen die aber treffen. Und das ist vielleicht schwer. Okay. So, und jetzt in den Kochtopf, ne? Ja, endlich! Okay, mach noch höher. Danke. Köcheln mit grober Flamme. Großer Flamme, Entschuldigung. Oh, warte mal, gibt's da oben vielleicht was? Nee, ich glaube, das ist eine Invisible Wall noch. Ja, das ist eine Invisible Wall. Du willst los? Hier entlang. Danke. Puh, okay. Dann sind wir damit schon mal durch. Bei wie vielen Minuten sind wir? 10. Okay, sehr gut. Das bedeutet, wir haben noch ein bisschen Zeit, um noch ein bisschen viele Fans hier anzustellen. Auch wenn ich nicht weiß, was wir noch so machen können. Eine Bean. Guten Morgen, Mr. Bean. Dosen. Es gibt irgendwie überall. Fuck. Wo bin ich? So, hier. Es gab doch mal einen Ort, wo es Rüben gab. Oder wir hätten, glaube ich, schon mal irgendwo eine goldene Rübe geholt. Diesen Ort... Yo, wie kommt man denn da oben hin? Sieht das auch da glitzern? Okay, irgendwer... Irgendwer einen... Tipp? Ah, ne, warte mal. Doch, doch, da! Da, da, da! Warte mal, irgendwie muss man da raufkommen. Von da hinten. Diese Troll-Musik, ne? Die macht's auch echt nicht besser, muss ich sagen. Ich will mich alle verarschen, ey. So. Gut, von hier aus sollten wir draufkommen. Das kann nicht sein! Da schon wieder eine goldene Rübe. Hä, aber man kann doch jetzt hier keine Monde farmen, oder? Bin ich? Ja, wollte schon sagen. Okay. Ah, vielleicht muss man die andere goldene Rübe oben in den Kochtopf schmeißen. Das kann natürlich sein. Ey, aber wie kommt man denn da jetzt da oben bitte rauf? Der ist doch, ja, der ist doch mal ja Schäse. So. Hm, vielleicht von der Paprika hier. Boah, Mario, warum machst du deinen Headcappy-Sprung nicht? Headcappy-Sprung. Bro, mach deinen Cappy-Sprung, bitte. Das gibt's nicht, Digga! Komm! Wir schaffen das, safe. Okay, komm, jetzt. Okay, ich mach's kurz an, Cut. Cut. Ich hab's geschafft. Was ist das denn? Das ist Hinweiskunst. Lol. Shit. Aber ich komme gar nicht rauf, ne? Ne. Wohl, vielleicht komme ich da rum. Nein, ey. Euer Ernst jetzt? Nee, komm, bring dich um. Das macht keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. Ey, das kann's doch nicht sein. Das kann's doch nicht sein. Okay, ich war schneller da, als ich dachte. Danke, Bro. Danke, Digga. Danke. Daumen hoch. Daumen hoch. Ja, also wer da keinen Daumen hoch gibt, ne? Unglaublich. Gib mir die lila Coin, bitte. Okay. Schade. 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 Ich find's schade. No shit. Ich find's schade. Oh mein Gott. Okay, wir geben das jetzt auf, weil, ja, Nintendo hat sich gesagt, Ben, hör auf, wir wollten damit den Spielern den Spielspaß verderben, mach das lieber später. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das halt später erst.
Und dann haben die halt gesagt, ja, das ist gut, dass du es ja später machen möchtest. Ja. Wir sind dann in einem Einverständnis gekommen. Ich habe den einmal in die Fresse geschlagen, die haben einmal zurückgeschlagen. Ja, und dann haben wir uns geeinigt. So, es gibt aber hier noch ein paar Hothead-Sachen. Hothead-Krimskrams. Wir sollten deshalb einen risky Sprung machen. Das gibt's nicht. Komm, komm. Was? Man kann seinen Cappy nicht werfen? Man kann eine Wall-Jump sein? Ich sollte mich beruhigen. Ich sollte mich beruhigen. Okay? Es ist alles okay. Es ist alles okay. Das war mein Fehler. Okay? Das war mein Fehler. Ne? Das nächste Mal muss ich das halt einfach mal ein bisschen besser machen. Ne? Ich glaube, dieser Part ist sehr schlecht, in eine sehr schlechte Richtung gegangen. Aber es macht halt keinen Spaß mehr gerade. Nein, wieso sei... Es tut mir ganz toll... Was? So. Wieder ein bisschen beruhigt. Weiter geht's. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt mal diesen Hothead, weil da unten sind noch lila Coins. Und, man hat ja auch gerade bei dieser offenen See gesehen, dass da noch mehr lila Coins sind. Also, hier kommen auf jeden Fall ein paar Farmen. Ich bin aber echt mal gespannt, auf wie viel wir dann am Ende kommen. Gibt's da hinten noch ein paar? Ah ne, da sind wir ja vorhin gewesen. Deswegen brauchen wir ja eigentlich jetzt nicht mehr hingehen. Gut, okay, dann gehen wir mal hier weiter. Oh ne, ich mag das überhaupt nicht mit den Fontänen. So. Achso, jetzt sind wir hier. Okay, können wir da außen rum? Ne, können wir nicht. Hey, bro. Warte mal. Können wir da hinten lang? Weil sonst wüsste ich jetzt nicht... Ja, okay, gut. Weil sonst wüsste ich halt echt... Hey, what the fuck? Wie soll man denn da sonst lang kommen? Also ich habe da jetzt keinen Hothead gesehen eigentlich. Obwohl doch in der einen Pfütze, aber wirklich? Da, mit dem soll man denn die ganzen... Das alles da machen? Mhm. Müssen wir uns mal angucken. Warte mal. Gehen wir da hin. Zack, zack, zack. Weil darüber können wir auf jeden Fall... Ah, okay, hier ist auch ein Hothead. Ich bin einfach nur wieder blind gewesen. Passiert. So, weiter geht's. Oh, warte mal. Müsste ich die Wackel anziehen? Ja, als ob! Ja, okay, nice. Nochmal einen Mond geholt. Bam! Laternenlicht auf der kleinen Insel. Perfekt. Hm, aber die da Coin, die finde ich immer noch komisch. Ich komme da immer noch nicht ran. So, komm. Hothead. Sehr gut. Okay, gehen wir weiter. Oh mein Gott, was hat der eigentlich für ein Aim? Huttür. Waren wir da schon drin? Bin mir gerade echt nicht so sicher. Oh Gott, und noch ein Notenspiel hier. Naja, müssen wir uns mal gleich angucken. Aber ich kann mich eigentlich erinnern, dass in so einem Bröckelding hier eigentlich auch mal was drin war. Also ich meine jetzt, einen Mond. Müssen wir uns mal angucken. Das ist gut, dass die Noten direkt zum Checkpoint führen, weil da wollte ich eh gerade hin. Boah, Alter. Das war richtig close. Gut, der nächste Mond. Bam! Notenjagd im Lavabad. Perfekt. Dann wollen wir mal ein bisschen... Oh mein Gott, er zittert auch so. Was ist denn hier los? Ich bin hier, um die Reise im Boden... Ach, Risse im Boden zu reparieren. Aber wie es der Zufall so will, ich habe Höhenangst und traue mich nicht weiter. Ich wünschte, ich würde jemand die Arbeit abnehmen. Ja, Bro, mache ich. Aber diese paar Prykers machen es schon ein bisschen schwieriger. Aber okay, ich gebe mein Bestes, Bro. Auch wenn ich jetzt nicht den konventionellsten... Warte mal, was ist das denn? Oh mein Gott! Dürfen wir das? Dürfen wir das? Das Pilzkönigreich! Alter Schwede! Was für ein schöner Ort. Alter. Wir sind endlich da. Natürlich können wir es noch nicht spielen, aber wir haben schon mal unseren ersten Blick drauf. Krank. Der Pilzpalast. Perfekt. Und gibt es irgendwas in den Bäumen? Anscheinend. Oh mein Gott, Digga, da ist der erste Stern. Das ist ja so heftig. Das ist ja so heftig. Den holen wir uns auf jeden Fall.
Ja, heftig. So, okay. Ja, das war schlecht. Warte mal. Das machen wir jetzt. Ach, komm schon. Heftig. Geheimfahrt zum Pilzpalast. Cool. Ach, Paumönde können auch sternförmig sein? Na dann. Ja, anscheinend. Das bedeutet, Mario hat sein ganzes Leben lang nur Powermonde eingesammelt. Achso, okay, da oben sind nur Coins. Ja, okay. Können wir jetzt einmal noch ganz kurz versuchen, wo wir hinkommen. Okay, halt nicht. Ja gut, dann gehen wir wieder zurück. Aber nice, darauf freue ich mich auf jeden Fall. Dann gehen wir wieder zurück ins Schlemmerland. Dort haben wir nämlich noch ein bisschen was zu tun. Und ja, dort machen wir jetzt noch die Mission hier, ne? So, hier ist nochmal ein Riss. Sind jetzt, haben sich die Risse wieder resettet? Ja. Aber es ist halt super nice, Mario Odyssey, dass man hier halt einfach jetzt Mario 64 hat. Man hat Super Mario Bros. Ne? Ist das halt einfach wirklich schön retromäßig. So. Da haben wir den Powermond. Und auch nochmal ein paar Coins. Vielen Dank dafür. Jo, kein Problem, Bro. Immer lieben gerne, wenn du mir dafür neue Monde gibst. So, dann. Eieiei. Oh, The Lord of Levels hier, oder was? Ja, darin bin ich trainiert. Oh, hoho. Da hat man das Training gesehen. Ach. So, 70 lila Coins. War schon mal ganz gut. Oh, Lava. Sind wir direkt tot, wenn wir runterfallen? Wie dumm. So, weiter geht's. Komm, Bro, gib mir mal ein Herz. Die wollen mir kein Herz geben. Gibt's hier noch was? Nein. Gott. So, hier ist der Mond und den rollenden Gemüse, aber da geht's noch weiter längs, oder? Ach Mist, da kommt man raus, okay. Ja gut, dann haben wir, glaube ich, auch auf dieser Insel alles abgeschlossen, was wir abschließen konnten. Es gibt natürlich noch die ein oder anderen Sachen, wie zum Beispiel da hinten. Das werden wir uns gleich auch mal direkt angucken, weil ich denke mal, diesen Lavasee können wir uns eigentlich dann abhaken. Außer wir nehmen halt nochmal die Kanone da. Aber sonst, denke ich mal, brauchen wir diesen Lavasee eigentlich nicht mehr dann in Betracht ziehen. Oh mein Gott, was ist das denn? Warte mal, ist das eine Rübe da oben? Nein, oder? Nein, okay, gut. So. Wie? Ein kompletter Raum ohne Cappy? Oh, was ist das denn jetzt? Oh mein Gott. Das dreht sich ja. Ja, wahrscheinlich, oder? Och, Bro. Ist noch mit Noten. Wie geht das denn? Ah, ich muss mich runterhängen lassen. What the hell? Ja, mach mal hinne. Nee, das schaffe ich nicht. Was? Man kann sich sogar gar nicht mal. Wie schwer ist das denn? Okay, keine Ahnung. Ich wusste gar nicht, dass das so einfach geht. Gut, dann habe ich mich ausgesehen. Hallo, Mario, bist du dumm? Boah. Das war ganz, ganz schwierig. So, Notenjagd, Drehwurm. Der Starry ist schon ein bisschen. Als ob er das machen kann. Echt, das ist doch so dumm. Das ist so nervig. Oh mein Gott. Seit wann ist dieses Spiel so scheiße nochmal nervig? Okay. Bro, nicht wieder.
Ey, was soll ich denn auch gegen diese Mistviecher machen? Die sind schlimmer als Scheiß ins... Was ist das jetzt? Natürlich! Natürlich! Natürlich, Digga! Bin ich Geometriemeister oder was? Was ist das denn für ein Müll? Hä? Kurzer Cut. Leute, es geht weiter. Ich bin nochmal 5-mal gestorben oder so. Danke, 6-mal. Bin wieder da, Leute. Und jetzt... Nicht gut. Das war eines der schlimmsten Bonusräume, die wir hier gemacht haben. Boah, du bist ein Spast. Okay, aber wir sind mit dem Areal fertig. Ja. Das Ding da haben wir ja schon besucht. Ah ne, warte mal, da hinten sind noch lila Coins. Die holen wir uns doch ganz schnell. Na, komm her, Hardhead. So, wir sind jetzt hier beim Mond. Ich habe die lila Coins schon eingesammelt. Ich habe irgendwie da nicht weiter aufgenommen, tut mir leid. Oder können wir nicht da sogar auch noch stehen? Ja. Mist, hä, aber... What the fuck, Digga? What the fuck? Wie soll ich denn darauf kommen? Okay. Warte mal, ich hab einen Plan. Warum trifft er eigentlich seine Kappe nicht? Mache ich irgendwas falsch jetzt in letzter Zeit eigentlich? Wir machen von hier mal. Ich habe eine Idee nämlich. Warum trifft er die nicht? Warum? Sind seine... Er hat sich deine Schuhgröße verändert oder was? Oh mein Gott, bitte spring einfach. Bitte einfach springen. Bitte einfach springen. Danke. Meine Fresse, wenn Mario vor mir stehen würde, würde seine Nase 5-mal brechen, ey. Ja, alles klar, ich werde in seine Nase brechen. Ich bin gleich weg. Ja. Wie viele Lila-Coins haben wir eigentlich jetzt schon? 76, das geht. Okay, wir lassen es einfach. Wir lassen es. Entschuldigung, das tut mir wieder leid. Gut, im nächsten Part werden wir uns dann hier dann mal die anderen Orte mal angucken. Wie zum Beispiel das Pöckelplateau. Hört sich interessant an und werden wir uns dann im nächsten Part mal anschauen. Um den zu verpassen, solltet ihr unbedingt diesen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Ich verspreche euch, im nächsten Part bin ich dann wieder etwas normaler. Das tut mir wieder sehr leid in diesem Part. Nur wenn etwas sehr frustrierend ist, dann lehne ich leider sehr häufig dazu, ziemlich aggressiv zu werden. Es tut mir sehr leid. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Haut rein und dann ciao. Schön, dass ihr dabei wart. Das war's mit dieser Folge Super Mario Odyssey. Um weitere Folgen nicht mehr zu verpassen, drückt in der Mitte und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Wenn euch der Part generell gefallen hat, liked das Video. Um das ganze Let's Play ohne Unterbrechung zu schauen, klicke hier auf die Playlist. Um ein anderes Video zu sehen, drücke hier.